Ende Oktober ist der Goethe-Tempel über Rüdesheim ein besonders romantischer Ort. Es kommen weniger Touristen und die, die kommen, nehmen sich Zeit. In den Weinbergen ist die Ernte getan und in der quirligen Stadt ist es etwas ruhiger geworden. Eine Verschnaufpause vor dem Weihnachtstrubel. Wir besuchen das Rüdesheimer Schloss in der Drosselgasse. Das große Anwesen unter dem Glockenspiel wird in dritter Generation von Familie Breuer geführt. Im Schlossgarten war bis vor einer Woche kaum ein Platz mehr zu finden. Jetzt ist es innen gemütlicher. Aus der Küche von Michael Hemberger gingen täglich Hunderte von Essen raus. Aber nun hat er Zeit, ein paar seiner beliebtesten Rezepte zu verraten. Das sind die Zutaten für die berühmte Schlossente, die immer auf der Karte steht. Ein Rezept nach der heiligen Hildegard von Bingen. Mit Datteln und Feigen ist sie gefüllt. Außer Salz, Pfeffer, Ingwer und Honig ist also an der Ente sonst weiter nichts dran und schmeckt hervorragend. Dazu nehmen wir ein scharfes Messer, schneiden hier die Haut ein bisschen ein. Keine Angst, die Knochen hier kann man gerade am Gelenk etwas durchknacken. So. So, das machen wir hier vorne mit den Flügeln auch, weil die brauchen wir nachher für die Soße. Sehr wichtig. Jetzt würzen wir die Ente innen mit Salz. Außen ruhig auch. Datteln und Feigen wurden zu Hildegards Zeiten von den Kreuzrittern mitgebracht. So, jetzt werden sie gefüllt. So, ruhig ordentlich reinstecken. Die haben den Vorteil, dass die ein bisschen von der Flüssigkeit von der Ente aufnehmen. Die gehen dann auch die Datteln und Feigen noch ein bisschen auf nachher da drin. Die Ente wird noch ein bisschen voluminöser. Aha. Ja, und geben auch den Zucker, den die haben, dadurch, dass die ja getrocknet sind, ist der Zucker sehr konzentriert. Ja, geben die dann noch ein bisschen als Geschmack an die Ente ab. Es ist wichtig, dass man die auch hinten zumacht, weil wie gesagt, die Trockenfrüchte verlieren sehr viel an Zucker. Ja, und wenn der Zucker hinten raustritt, dann kann es sein, dass bei der Ente dann der Hintern ein bisschen schwarz wird. Was passiert jetzt mit der? Wir setzen jetzt die Soße an mit den Knochen, die wir haben. Machen die Knochen auf ein Blech drauf und dann setzen wir die Ente auf das Blech drauf und dann lassen wir die zusammen im Ofen garen. Ja, machen nachher die Soße noch fertig und dann war es das eigentlich schon. Also es ist ein recht unkompliziertes Rezept. Die Abschnitte brät Michael Hemberger scharf an. Sobald sie braun sind, gibt er das Röstgemüse dazu. Noch ohne den Lauch, der könnte bitter werden. So, jetzt tomatisieren wir etwas. Also wir nehmen Tomatenmark. So, und das wird jetzt hier schön mitgeröstet. Das gibt dann schöne Farbe. Bei den Hobbyköchen ist es ja so, dass dann auch immer gleich noch ein bisschen sozusagen getrunken wird. Nach Dienstschluss bei uns. Der Wein stammt aus dem renommierten Familienweingut, das jetzt von der jungen Winzerin Theresa Breuer geführt wird. Mit dem Spätburgunder löscht der Koch das angeröstete Tomatenmark ab. So, jetzt lösen sich die Farbstoffe ein bisschen vom Boden. Das lassen wir jetzt ein, zwei Mal einreduzieren. Immer so lange, bis dann kein Dampf mehr nach oben steigt. Dann heißt dann, dass die Flüssigkeit quasi raus ist. Dann kann man wieder neu ablöschen. So, wenn Sie jetzt schauen, jetzt haben wir eine schöne braune Farbe. Ja, jetzt füllen wir das ein bisschen auf mit einem schönen kräftigen Geflügelfond. Jetzt erst kommt der Lauch dazu. Die Orangen. Ja, die geben jetzt auch noch ein bisschen Geschmack ab. So, ein paar Lorbeerblätter. Ein paar Holderbeeren. Der Thymian kommt aus dem Hausgarten. Umrühren, noch mehr Wein drauf und weiter köcheln lassen. In der Zwischenzeit macht Michael Hemberger die Ente fertig. Die wird mit Honig bestrichen und mit gemahlenem Ingwer bestreut. Schön gemahlen Ingwer dran. Jetzt tun wir die Soße in ein Blech. So, dann setzen wir die Ente rein. Das duftet ja schon unglaublich. Was glauben Sie, was das nachher noch schmeckt? Die Ente kommt bei 170 Grad für 70 Minuten in den Profiofen mit Dampfzusatz, damit die Haut schön aufgeht. Zu Hause kann man eine Schüssel mit Wasser dazustellen.
Zeit, um im Garten um die Ecke noch mehr Kräuter zu holen. Versteckt hinter hohen Mauern ist er ein echtes Kleinod. Wer würde so etwas mitten im trubeligen Rüdesheim vermuten? Den ganzen Sommer über versorgt er das Hotel und Restaurant mit frischen Blumen und Kräutern. Für die Chefin Susanne Breuer ist er eine Oase der Ruhe und Erholung. Sie liebt die befriedigende Gartenarbeit. Und der Koch ist glücklich über die frischen Zutaten. Petersilie und Schnittlauch sind noch eins von den Kräutern, die wir zukaufen. Aber die Exoten, also hier Weinraute, Rosmarin, Minze und so weiter, das ist also alles hier aus unserem Kräutergarten. Interessant zu sehen, was sich hinter manchen dicken Mauern verbirgt. Jetzt aber zurück in die Küche. Da stehen schon die Zutaten für das nächste Rezept. Mit eingelegtem Handkäse. So sieht das aus. Und zwar kein Handkäse mit der klassischen Musik, wie man kennt, mit Zwiebel, Kümmel, Essig und Öl, sondern wir machen das hier mit Haselnüssen, Äpfeln, Zwiebeln, bisschen Braunzucker und bisschen Apfelsaft, auch schon ein bisschen Essigöl. Ist das eine Spezialität des Hauses? Ja, unter anderem. Das ist, ich nenne es immer mein Lieblingsrezept von Tante Helga. Aha. Ja, also ich komme ja vom Dorf und wir haben bei uns, sagt man also quasi zu allen, die irgendwie ein bisschen älter sind als mir selbst, immer Tante. Also ob das ist Tante Hildegard, Tante Helga und so weiter. Und Tante Helga hat bei uns im Dorf eine Wirtschaft und die hat dort dieses Rezept quasi eingeführt und da war ich mal so nett und habe mir das abgekupfert. Aha. Okay. Also Helga, ich hoffe, du verzeihst mir. Die wichtigste Zutat ist natürlich richtig gut durchgereifter Handkäse. Wir haben hier wunderschöne Gläser, die man verschließen kann. Das ist vorteilhaft für jemanden, der, wenn man einen Partner hat, der keinen Handkäse mag und das doch irgendwo im Kühlschrank oder in der Küche irgendwo lagern muss. Ja. Man kann aber jedes andere Gefäß auch nehmen. Also pro Glas, das heißt pro Portion, gibt es 2 Handkäse. Für die Musik rote und weiße Zwiebel wegen der Optik, klein gewürfelt. Dann geben wir hier die leicht angehackten Haselnüsse dazu. So etwas Apfelsaft. Etwas Essig noch für die Säure. Neutrales Öl. Dazu eine Handvoll Rosinen sowie Zucker, Salz und Pfeffer. Pfeffer. Und ein gewürfelter Apfel. Diese Mischung häuft er reichlich auf den Handkäse. Der Handkäse, je länger er eingelegt ist, umso mehr entwickelt der Aroma, zieht durch und so weiter. Und es gibt Kenner und Liebhaber, die lassen ihn bis zu 2 Wochen da drin. Ja, dann wird er schon ziemlich fest, weil das Salz ja auch noch ein bisschen Flüssigkeit daraus zieht. Aber dann schmeckt er richtig gut. Ja. Apfelkompott und Schmand. Zutaten für einen hessischen Nachtisch mit einer exotischen Note. Sternanis, Zimt und Kardamom. Das haben wir da in Gläser. Gut, ein Töpfchen noch. Das ist Oma Dinas Dessert. Das Oma Dina ist die Oma von unserer Chefin. Ja, und die hat früher immer, wie man so schön sagt, aus der Lameng gekocht. Man hat ja nicht immer alles so parat, was man so haben oder musste. Und ja, dann hat dann die Oma Dina einfach die Zutaten, die so da waren, zusammengerührt und dann hat es schon geschmeckt. Ja, also der Ursprung war wohl so eine Art Quark-Dessert, vermute ich mal, so wie es uns überliefert wurde. Mhm. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen verfeinert. Statt Quark nehmen wir lecker Schmand. Wir nehmen jetzt den Orangensaft. Der wird erwärmt. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis es köchelt. Der intensiv duftende Kardamom ist schon von den Kapseln befreit und wird gemörsert. Zucker rein. So, dann geben wir eine Zimtstange dazu. Sternanis. Etwas von dem Kardamom. So. Und dann brauchen wir ein bisschen Vanillemark. So, die schneiden wir vorsichtig ein, nicht ganz durch. Und kratzen wir gerade mit dem Messerrücken das Mark raus. In den Sud. Der Sud wird auf ein Drittel einreduziert und abgeschmeckt. Wir probieren immer alles? Immer. Auch wenn Sie das schon so oft gemacht haben und es eigentlich in der Hand drin ist? Man hat eine gewisse Routine mittlerweile, aber ich sag mal, Salz ist nicht gleich Salz und Essig ist nicht gleich Essig. Ja, also es ist immer eine hauchende Nuance, die sich da irgendwie verändert. Und da macht es schon Sinn, dass man da mal probiert, dass man auch immer das Bestmöglichste dann rausholt. Nun ist die Orangensaftreduktion fertig. Und jetzt sieben wir das Ganze ab. Und kommt in die Kühlung.
Derweil wendet sich Michael Hemberger dem Schmand zu. So, jetzt reiben wir da schon ein bisschen Orangenzeste dran. Das gibt dann nachher nochmal ein bisschen Bums. So, dann, damit nichts verschwendet wird, presst er die Orange über die Gewürze in den Schmand und verrührt die Masse. Wie gesagt, wer es nicht ganz so fett mag, der kann noch ein bisschen Magerquark nehmen. Ja, das schmeckt mit Sicherheit genauso gut. Dann ist es noch authentischer nach Omadina. Der Sud ist jetzt kalt. So. Der Orangensirup gibt der Schmandcreme Süße und eine wunderbare orientalische Würze. Das ist das Rezept von Oma Maria. Das Apfelkompott kommt zuunterst ins Glas, darauf die Creme. So, dann etwas. Zum Schluss noch etwas von dem Sud oben drüber. Dass dieses Dessert fantastisch schmecken wird, weiß ich jetzt schon. In der Weinstube unterhält Viktor die Gäste. Wie er arbeiten viele Mitarbeiter schon seit Jahren im Rüdesheimer Schloss. Guten Appetit, München. Eigentlich ist der eingelegte Handkäse eine schöne Vesper, aber heute wird er mal als Vorspeise gereicht. Wie er dem Handkäse-Liebhaber wohl schmeckt? Wie erwartet, toll. Holen wir mal die Ende raus zum Endspurt. Das ist doch schon ein Traum, oder? So, heben die vorsichtig raus. Die Ente stellt Michael Hemberger warm, dann wird die Soße abgesiebt, entfettet und abgeschmeckt. Auf Dekoration legt man hier viel Wert. Den Vogel präsentiert er auf einem Holzbrett mit Trauben und Weinblättern. Heiß, 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 heiß. Heiß. So, dekorieren wir noch ein bisschen mit unserem Weinraute. Ein bisschen Rosmarin, stellen die Soße mit drauf. Das war's. Zur Ente passt der Spätburgunder oder Pinot Noir. Der ist schon in der Soße. Hier wird dem Gast etwas Besonderes geboten, was sehr selten geworden ist. Lena tranchiert die Ente vor den Augen der Gäste. Wie oft haben Sie das schon gemacht? Das ist jetzt meine 8. Saison. Jeden Tag 3-4 Enten. Da kommt schon was. Man kann mich auch an Weihnachten buchen. Die frischen Trauben passen hervorragend zu der saftig-süßen Schlossente. Und die kräftige Soße kann man mit dem Brot auftunken. Ein wahrer Genuss. Insgesamt kann man beobachten, dass die Portionen hier sehr reichlich sind und die Teller trotzdem leer gegessen werden. Wer kann bei einem solchen Dessert schon Nein sagen? Das Rüdesheimer Schloss gehört zum Verbund der Welterbe-Gastgeber im oberen Mittelrheintal. Das UNESCO-Welterbe fängt in Rüdesheim an. Die Schiffstouren Richtung Lorelei sind ein Muss für alle Besucher. Aber auch die Wälder ringsum sind einen Besuch wert. Ganz besonders im Herbst. Denn dann gibt es in den Gasthäusern die herrlichsten Wildgerichte.